So, und damit einen herzlichen schönen guten Abend hier auf Bumm TV. Heute wieder mit ein bisschen CSGO-Action. Ein paar Tage ist es ja her, dass das letzte Mal on Air war. Heute die restlichen Matches der Star Series Ladder. Beziehungsweise Maus spielt heute seine drei letzten Spiele und um 18 Uhr jetzt ist noch ESC gegen DAT. Und das nehme ich natürlich gerne mit. Holen sich jetzt hier schon mal die die Knife und werden somit der City starten. So, wer vorhin achtsam auf die Tabelle geschaut hat, der hat gesehen, dass hier der Z Gruppen, der, was, Gruppe ist es ja nicht, dass hier der Zweite gegen den Dritten gerade spielt. Also beide mit guten Chancen in die Playoffs einzuziehen. Natürlich sehe ich hier ESC bisschen weit vorn. Also wäre schon eine große Überraschung, wenn hier DAT das machen würde, auch wenn sie natürlich kein schlechtes Team sind. Aber ESD jetzt mit einigermaßen Event-Erfahrung verbessern sich stetig und treffen dann nach dem Spiel auch noch gegen Navi, was für sie auch sehr, sehr wichtig ist, hat zumindest Tails im Interview in Prag gesagt. So, kommen jetzt die Pistole an von den Russen. Bombe geht außen. Sie ist da mit dem First Contact in der Main, wird geholt von Pascha. Und der ist natürlich immer in der Main, beziehungsweise Außengarage. Bombe immer nach außen, die Russen wollen Halle rein. Was kann der Pascha noch aus dem Main machen? Oh, schöne Runde von Pascha bisher und nur noch World Edit, der letzte in der Box mit der Bombe. Gegen vier SC-Spieler. So, aber Lord kann jetzt die Ansage bringen, wo der Tier ist. Und Pascha kann hier vielleicht seinen vierten in der Runde machen. Pascha hat ihn sogar gemacht. Ich glaube, durch die Tür. Weiß ich nicht genau. Aber schöne Runde von Pascha hier 4K gegen die Russen. Die Pistole sah doch relativ easy aus. Big Muscle, Big Armor. Also hier, Polen haben schon wieder Spaß am Spielen. So, einen auf den Stein gelassen. Pascha hat den aber schon gespottet. Oh, was hat Lord da für ein Pech, bitte? Der E hat Medium Schaden gemacht. Oh, Pascha hat nach außen, also Abgang kann da nichts runter sein. Sie werden aber Halle gehen. Einer halt über Main. Oh, einer ist doch schon Abgang. Okay, Kuben hat da aufgepasst. Sauber. So, Lord jetzt über Kuben über Schacht. Muss C-Schacht aufpassen. Oh, schön geholfen von Pascha. Und wieder ist es World Edit außen mit P250. Und den holt sich Neo. Also alles nochmal gut gegangen hier für ESC. Nur Lord gestorben, eine Waffe somit verloren. Damit kann man leben. Hat sich Lord auch bedankt. So, die Russen bisher keine einzige Bombe legen können. Boah, schöner gegen Maushunter. Von 9 HP runtergesprengt. Heute übrigens wieder die Punkte am Stissel auf dem Radar. Das freut mich doch. Außen kriegt dann aber so, ist schon am T-Rot. Oh, zum Glück verschießt der Russe. Boah, noch so ein Gesicht von Garrick. Vorhin schon gegen Lord eine Schelle gegeben. Aber Neo klärt wieder. So, wieder nur eine Waffe verloren, also die Anti-Ecos
bisher souverän von ESC. Siehst alleine außen. Pascha muss ich zurückziehen, aber einer ist, glaube ich, schon Abgang. Neo war das. Pascha außen gestorben. Guck mal, auch schon Rampe den Contact. Kann er mit der gewinnen? Restlichen T ist noch im Vorraum. Einer ist noch außen. Der drückt jetzt Neo. Boah, kriegt gut Schaden. Aber noch mit 12 HP weg. Eine sehr, sehr, sehr knappe Runde. Zwei von den ESC-Spielern extrem low. Sie gehen Rampe, sind schon vorne im Schlauch. Oh, da gibt es die Nipflash. Oh, Kuben macht keinen mehr. Und Cat hoch wäre jetzt fast die perfekte Entscheidung. Oh, einer ist schon Cat, kann jetzt Tess sagen. Kann jetzt auch seine Mates hinterherholen. Boah, Tess. Boah, jetzt sterben sie alle. Nur noch Tess gegen 4. Hat sich mal das Blatt gewendet. Jetzt hört es Tess auf. Was unten gelegt wird. Uiuiui. Und welded it. Mit Ave. Wo war der überhaupt? LOL? Hat ihn gerade gebankt? What the fuck? Hat ihn ernsthaft gebankt? Oder ein Aimbot ausgepackt. So wie Afro Hunter oder wie der heißt. So lustige Kauz. So, ich nehme mal einen Pascha. Lässt sich jetzt da außen nicht mehr so leicht naschen. Ist aber wieder allein. Ja, irgendeiner. Nur auf Sound. Neo schiebt, glaube ich, unten, ja. Pascha hört die Steps. Oh. So, macht's wirklich 100%ig sicher. Der war nach Rampe, glaube ich, nach dem Fleck gefallen. Pascha spottet noch ein. Schönes Gesicht. Wollte der träumt aber wieder mit seiner Arme auf. Dennoch die Russen in Unterzahl. An der Tür nur noch Wilde Witt, der irgendwie immer LMS ist. So einen Schuss macht er dann nicht. So wird schon hinten überrannt. Und es ist vorbei. ESC mit der nächsten equipped. Machen die Russen auch direkt broke. Keine Bombe gelegt. Ah, wobei. Lol. Wir haben doch noch einigermaßen Geld. Verstehe ich zwar nicht ganz. Lord sieht heute nicht gut aus bisher. Aber ESC überrennt einfach die Spieler. Entscheiden sich für einen Push. Haben wir vielleicht. Ich weiß nicht, ob sie selbst mit Eco gerechnet haben. Aber rum wie rum. Runde trotzdem für die Polen. Und wenn das so weitergeht, dann sehen wir hier ein eindeutiges Ergebnis. Verstehe auch ehrlich gesagt nicht, wie das so weit oben stehen kann. In der Tabelle. Na kleine, mal gucken, wie, ob sie schon am meisten Spieler haben oder so. Also krasses Spiel von Pascha bisher. Hält da außen relativ safe. Und selbst wenn sie da durchkommen, verteilt er immer noch Schellen.
Tja, Lord auf jeden Fall zu Recht am Scoreboard-Boden. Aber ich meine, das ist eigentlich scheißegal, solange sie hier gewinnen. So, schneller Hallo Go, diesmal und Tester kein. Pascha nimmt wieder einen mit. Lord hat auch mal einen gemacht, stirbt aber auch direkt. Und Neo schon über Box. Muss am T-Schacht aufpassen. Oder ist der oben? Ja, schönes Timing. Raumsport war anscheinend angesagt. Schöne Runde für Neo. Letzte. Türraum rein? Ja, Türraum rein. Neo holt sich auch den noch. 7 zu 1. Auch ein ESC da. Vielleicht nicht ganz so souverän aussah, aber am Ende. Überrennen sie halt einfach die Russen. Die hier nicht wirklich einen Plan haben anscheinend. Ich bin zwar relativ gemixt. Sollten vielleicht wirklich mehr Druck auf Pascha machen. Oh, die Smoke kommt, glaube ich, nicht so gut, wie er sie will. Da, der hätte, die Pro-Tip-Series von Fifflan angeguckt. Dann hätte er die Smoke mehr besser gelernt. So, einer wieder schon Abgang. Kuben aber unten. Also wenn die Russen drücken, dann ist es mit Pistol. Kuben macht den unten und Lord hat es auch schon gehört, dass der letzte außen geht. Müsste da auf Neo drücken. Ja, er gast einfach raus. Er will den Frag. Ist schon am T-Rot. Jetzt sieht er ihn. Sehr schön geschossen. 8 zu 1 EC. Nächste Equip. Ah, das Test gar ganz unten. Aber wie ich schon erwähnt habe, das ist scheißegal. Pascha zieht sich ja richtigerweise weg. Geht aber wieder eher Halle. Hätte gerade nur Abgang vom T-Rot. Hat sich gezeigt. Siehst. Och, dieser Dutz noch zielt. Oh, wenn er jetzt da hochspringen würde, würde er ihn vielleicht sogar töten. Oh. Oh, der ist direkt rechts. Oh, sauber, Pascha. So kann jetzt außen noch ausschließen. Jetzt gibt es gerade vielleicht das Rampe. Neo mit dem Support bei Kuben. So, Kuben wieder hochgeschoben. Macht er gut. Nutzt die Smoke da noch. Kann die Arbe nehmen. Und zwei hat er noch. Test, glaube ich. Pascha war das, der ihm da geholfen hat. Sehr schön die Rampe verteidigt. Ach, das sieht dazu wirklich nicht gut aus. Aber vielleicht ist sie auch einfach mittlerweile eine Nummer zu groß. Banks zu Cat. Sitzen aber gar nicht. Kuben kann da schon wieder First für Krampe machen. Pascha wird da diesmal nichts zu tun bekommen. Unten ist auch safe. Also die Runde sehe ich schon fast wieder verloren. Boah. Da wollte ESC vielleicht ein bisschen zu viel. So sind Rampe. Kann da unten relativ gut ansagen und Lord müsste eigentlich Vorraum dicht machen, damit sie da nicht zurückkommen. So, gehen jetzt aber runter. Lord über den Schacht, spottet das schon. Link gut ab für Neo.
aber abgesmoked. Oh, schön gemacht von Neo. So, jetzt kommt Lord wieder raus. Ein Ticken zu früh vielleicht. Hätte die Flash eher warten sollen. Und der letzte Spieler ist bekannt. Oh, ein krasses Interp. Schöner E von Neo. Oh Gott, oh Gott. Och. Kann er das 1 gegen 3 machen? Er weiß, wo Lord ist. Boah, da hat er nochmal gefaked. Boah, schön rumgezogen von Lord. Na ja, direkt auf die Standardpose geaimt. Das ist wirklich bitter als T. Du hast da unten nicht viel Möglichkeiten, irgendwie safe zu legen. Eigentlich hast du gar keine, außer da neben dem Schild. Das ist die einzige, wo du ein bisschen Deckung gegen irgendwas hast. Wo man halt eigentlich nur vom rechten Schacht decken muss. Oder halt die Tür. Schade. Hätte ich ihnen gegönnt, hier eine zweite Runde zu machen. Aber das wird wohl das erwartete schnelle Spiel. Auch wenn jetzt ESC ein bisschen auf die First Fix kassiert. Sind jetzt gar alle drin. Neo aber schnell geschoben. So, wo ist der Rest? Geht jetzt Rampe? Ja, aber das Timing ist halt... Boah, schön. Timing fand ich aber nicht so gut. So, Neo hilft da am Schacht. Oh, Pascha. Alter. Brauchen die Russen aber auch extrem lange, um, ihn da zu killen. Pascha, er spielt sich da das 1 gegen 1 raus. Yubik muss noch die Bombe picken. Pascha macht eine Weltreise. Geht nochmal Abgang hoch. Oh. Da kommt Cat. Und wenn Pascha ist... Ne, er rechnet noch mit ihm. Er wartet, er wartet, er wartet. So, macht Pascha eigentlich ganz gut. Zumindest Halle safe. So, hört jetzt unten. Und die Frage ist, ob er direkt rumzieht. Er spekuliert ja, wo der T hingeht. Er ist links weg. Oh Gott, Yubi trifft ihn nicht. Oder schießt ihn nur auf 13 HP runter. Schade. Gut spekuliert aber von Pascha mit der Smoke. Weiß genau... Der T wird auf irgendeiner Seite raus moven. Hat sich leider für die falsche Seite entschieden. Yubik hätte ihn ja am Ende auf jeden Fall töten müssen. Aber war leider nicht der Fall. Somit 11-1. Das wird zumindest immer Geld haben jetzt. Also haben sie wahrscheinlich schon seit einer Weile. Go. Aber keine Chance gegen Tess. Pascha nach außen an der Main. Der liegt. Hört sich an, als ob da eine Decoy liegt. Krass. Da holen sie ernsthaft nochmal einen Halle Rush. Ach, ekelhaftes Rumgefliege. Also gegen Pascha wollen sie außen nichts mehr machen. Aber gegen Kuben umso mehr. Stehen schon zu dritt im Radio bereit. Der ist offensiv in der Box. Sehr schön, kann den ersten machen. Oh, schöne Runde für Tess. Oh, den dritten macht er auch noch mit Headshot. Krass. Schade, der vierte. Beim vierten war er sogar noch drauf. Chance. Krasse Runde von Tess. Schön gestanden in der Box. War instant drauf da auf dem T. Schönes Pre-Aim. Ist da wirklich nach Halle... Schöner Taser bei Neo. Und da fällt mir gleich auf, dass der nicht im Overlay angezeigt wird. Als Equipment oder so. Vielleicht sehen wir einen Taser-Kill. Hätte mir jetzt schon einen Rush gewünscht in den Vorraum, aber ESC da wahrscheinlich noch viel zu seriös.
Einer ist da noch. Hä? War der nicht... Oh, da haben wir einen Taser gerade gehört. Ist leider nicht bei wem. War eigentlich nach einer Minicat? Jetzt kann ich leider nicht mehr die Maus bewegen. Aber trotzdem, schöne Halbzeit von ESC. Das hat er wirklich null Chancen. Und wenn ESC jetzt die Piste gewinnt, dann ist eh alles vorbei. Aber auch wenn Dutt die Pistole gewinnt, finde ich, haben sie jetzt nicht mehr große Chancen, hier zurückzukommen. Ich meine, da müssen sie wirklich enorm auftreten. Und was sie bisher nicht gehittet haben, glaube ich nicht, dass sie das jetzt hitten werden. So, Neo, Pascha außen. Ist er da noch eine Flash oder so? Ne, ist ein Smoke. Pascha schon unten. Runde gerade komplett verrafft. Oh, jetzt geht's Rampe. Pascha müsste da vielleicht mehr Druck machen. Wir sind in der Unterzahl. Pascha wartet noch im Schacht. Wurde jetzt gespottet. Boah, dann hat er keine Chance. Muss man wirklich instant drauf sein. Test gegen 3. Auch gar nicht mal so eine schlechte Entscheidung, allerdings. Ja, da decken auch schon wieder 2. Da muss Garrick schon wirklich instant Headshot bekommen. Gibt ihm Tess sogar noch einen Hit mit. Schießt er ernsthaft durch. Oh, der fällt Tess sogar noch runter. Oh Mann. So, die Russen halten sich am Leben. Was ich mir mal wünschen würde, ist ein paar mehr so Equipped Rounds. Also so Low Equipped Rounds. Jetzt hier Deagle Weste, Flash oder so und dann irgendein Go. Einfach so 1-6-Style. Wenn du die Pistole verlierst, sowieso keine Bombe gelegt hast, dann einfach mal trotzdem voll kaufen. Ah, das haben sie sogar. Ne, hat nur Tess gemacht. Da keine Hits für Molly. So, die müsste sogar der CT gehört haben. Wer ist da neben ihm? Kuben. Schade. Ach, Kuben macht leider nicht den Flip-Track. Darin kommt draußen auf. Pascha mit einem. Hier kommt dann die Waffe. Ach, schade. Macht gut Schaden, dann siehst immerhin. Ich lese gerade mal die Comments nebenbei. Oh, hier ist sie mit Full Eco. Ah, ob er damit Pumpe so viel aufräumt? Macht sogar einen Einsatz, als ob sie, als ob Pascha knifen wollte, dabei knife die Ubike ihn. Das ist natürlich gut für sein Geld. Sieht man, 6-9. Der mit dem meisten Geld gerade. So, schon was ist, sie spielt. Box auf. Headbangs. Ich glaube, die sind viel zu hoch. Hier steht keiner im Geld. Pascha deckt Dev außen, also erstmal so ein Damage-Aufbau. Aber Damage, bisher noch keine einzige gefangen.
Hui. Stand Garrick da auf dem Ding. Jetzt nehmen sie aus. Nein, Garrick aber abgesmoked. Oh, Yubik mit einem Push versucht, aber viel zu spät für meinen Geschmack. Oh, Garrick verschießt. Siehst von hinten, kann vielleicht nochmal was machen. Ist aber schon angesagt. Boah, Lord gab gut Schaden damit, aber. Trotzdem, die Runde muss ein ESC gehen. Kuben auch schon Halle eingenommen. Kann die Bombe legen für Cat. Neo holt hier nur noch Maushunter. Neo mit der MAP. Und er schiebt über Vorraum, holt die AK. Der muss auf jeden Fall da weg, sonst stirbt der eh. Ach, hier nee, kommst du sogar von hinten. Na, krass, überlebt man ernsthaft. Aber guck mal, der auch noch viel HP und Weste. So, schöne Runde von ESC. Viel zu spät die Entscheidung, meiner Meinung nach, von Yubike. Da zur Pushen-Rampe. Hätten sie eigentlich viel eher machen müssen, nachdem sie gemerkt haben, dass da gebankt wird. Sogar von mehr als einem. Dann kann man ruhig mal Vorraum einnehmen, aber nicht so spät. Dann fallen die nicht allein. Baut wieder Richtung Halle vielleicht drauf. Wir haben da wieder einen Standard-Defensivaufbau. Pascha deckt Def außen ab. Der Rest hat seine Posis. Rampe. Oh, schön für Tess. Saubere Runde. Aber haben viel Schaden bekommen. Pascha macht dann den Abfucker außen. Neo auch noch Kontakt in der Halle. Oh, jetzt wird's ganz schwer. Und der Cat ist gedeckt. Pascha muss da jetzt was machen. Sehr schön. Holt die Überzahl raus, aber immer noch schwer. Weil Neo kann jetzt runter. Ne, Tess kann runter. Neo sagt Halle frei. Also beide Spots gerade frei, aber Garrick am Cat. Sie ist unten. Garrick gespottet. Bombe wurde umgelegt. Aber 2 ist die Spieler halt extrem low. Oh, hat er die Waffe gesehen? Sehr schön. Pascha muss es eigentlich reißen. Boah, da muss Pascha weg. Boah. Schöner Headshot. Und Tess spielt aber auch hervorragend. Null. Da hat er ihn viel zu spät gesehen. So, da wurde nicht durchge... Ah, er hat doch kein Kit. Boah, das ist ekelhaft. Hat es auf jeden Fall geschafft. Schön. Von Pascha. Aber sehr, sehr, sehr riskant. Ich weiß nicht, ob die Ansage kam, dass er kein Kit hat. Wenn ja, dann war es okay. Wenn nicht, sehr, sehr riskant. Ah, da hat man es gesehen, man kann diffusen und trotzdem noch so hoch aimen. Sehr ekelhaft, wenn man da, wenn man da T ist. Und nicht genau sagen kann, ob er jetzt diffused oder bei einem wirklich anaimt. So, möglicherweise letzte Runde in diesem Spiel. Oh, so geht die Smoke. Übrigens, ich glaube, du müsstest ankommen. Genau, auch wenn sie nicht... Naja, die ist auch noch nicht perfekt. Normalerweise landet die hier direkt in der Mitte und macht dann hier alles dicht. Die ist noch nicht perfekt. Ja, das war es auf jeden Fall. Ach, da gibt es doch schon so solche schönen neuen Commands in dem neuen Go-Update. Dass sowas jetzt eigentlich nicht mehr auftreten muss. Dass der Go-TV down geht. Also sollten sich die Admins mal mit den neuen Befehlen befassen. Man kann da nämlich jetzt irgendwie so ein Delay einstellen. Aber, ja, auf jeden Fall geht das. Aber das nützt auch alles nichts, wenn der Server irgendwie, wenn man den Server closed oder, ich glaube, Map Change auch macht.
Aber da gibt es auf jeden Fall so einen Timer, den man einstellen kann. Und wenn der abgelaufen ist, dann kann man Map-Change machen. Und der sollte natürlich gleich sein mit dem GoTV-Delay. Aber gut, ESC holt hier seinen nächsten Sieg, 16:5, relativ easy. Was heißt relativ? War schon sehr, sehr deutlich. So, jetzt haben wir es 20 vor. Kein Spiel derzeit live, somit werde ich Musik reinhauen und dann sehen wir uns relativ pünktlich um 7 wieder mit dem Kracher Maus gegen Alternate in der Star Series Ladder. Also danach ab 19 Uhr 3 Maus-Matches hintereinander. Erstmal Alternate, danach Maus gegen Rushed und zu guter Letzt Maus gegen Navi. Ihr seid hoffentlich dabei. Ich bin's auf jeden Fall. Bis dann.